Nee, aber ich meine wirklich, dass man sowas ignorieren sollte. Klar, man sollte zumindest drüber stehen. Ich meine, ich habe mich ziemlich aufgeregt, zu Recht, finde ich, über den Beitrag von RTL. Aber man muss halt trotzdem ein bisschen ruhig bleiben und sich nicht allzu sehr darüber aufregen. Natürlich ärgert man sich, wenn man so falsch dargestellt wird. Aber ich nehme ja RTL sowieso nicht für voll. Ich habe mich bloß trotzdem drüber geärgert und wollte halt mich an diesem Aufruf auch beteiligen. Deswegen habe ich mich ja so beim Rainer Schauder auch bedankt im Video. Weil der mich ja überhaupt dazu erst gebracht hat. Weil ich hatte das, den Bericht hatte ich ja schon gesehen, aber ich hatte bloß nicht den Gedanken, hey, mach doch ein Video dazu, damit sich alle beschweren können. Weil, wie gesagt, ich kannte die Seite ja nicht mal, diese Programmbeschwerde.de-Seite. Und da hat mich auch der Rainer Schauder erst drauf gebracht. Und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht erreichst du auch noch irgendwen. Und dann habe ich halt diesen Mitaufruf irgendwie unterstützt und dann selber auch so einen halben Aufruf gestartet, beziehungsweise auch noch meine Kritik ein bisschen geübt, damit ich mich halt auch ein bisschen abreagiere, weil ein bisschen aufgeregt hat es mich ja schon. Und anscheinend gehen da ja die meisten mit mir konform. Außer halt mein Fauxpas, wie gesagt, aber kann immer mal passieren. Ich meine, das ist halt, das habe ich auch in den Kommentaren geschrieben, die ich dem, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, habe ich gleich schon wieder vergessen. Hatte ich ja gleich erwähnt, dass ich, dass RTL, dieses Bild vom alkoholabhängigen RTL-Gucker, von diesem alkoholabhängigen Hartz-IVer, ja auch zeichnet durch seine Doku-Soaps, durch Mitten im Leben, durch Verdachtsfälle, durch Betrugsfälle, durch Schulermittler, hast du nicht gesehen, etc. pp. Dadurch verfestigt sich halt dieser Eindruck, dieses Vorurteil, dass das halt Hartz-IV-Empfänger auch Alkohol trinken und RTL schauen. So ist das eben. Also so diesen Eindruck, das hat man ja dann irgendwie im Kopf. Das ist nun mal so. So schlimm, wie ich das finde, weil ich bin ja. Ach, jetzt bin ich runtergefallen, gestorben. Tatsächlich, okay? Ernsthaft. Ich sehe das ja wirklich nicht so, ne? Das ist mir halt nur rausgerutscht, weil ich halt diesen RTL-Gucker irgendwie benennen wollte und dann habe ich das halt so gesagt. Aber ich habe es ja auch gleich sofort wieder revidiert, ne? Also von daher ist die Kritik auch so halbberechtigt nur, ne? Ich meine, ich stehe halt dazu, dass ich es gesagt habe, aber deswegen habe ich es auch nicht rausgeschnitten. Das war halt, was ich eine halbe Stunde, wie ich leibe und lebe, was ich dazu gesagt habe. Da habe ich auch nichts geschnitten oder rausgelassen, weil ich das irgendwie. Sowas mache ich nicht, weil wenn ich schon ein Meinungsvideo mache, dann soll es auch vollständig sein, nicht nur, wie es mir gerade passt. Ja, und dann, dieses Bild, das ist nun mal da. Ich meine, das habe ich auch mal gemerkt, wenn wir zum Beispiel in Politik, haben wir ja auch oft diskutiert, durchaus auch mal kritisch über solche Nachmittagssendungen. Und da hieß es aber auch mal, ja, diese Klischees, die stimmen ja auch irgendwie, ne? Und das habe ich dann auch irgendwo in einem Forum gelesen, wo es dann hieß, ja, die Gamer-Klischees, dass sie halt ungepflegt rumlaufen und bla, das würde ja auch stimmen, ne? Und dann hatte irgendwer im Forum, ich will da ja niemanden benennen, deswegen sage ich das einfach nur so, hatte dann den Vorschlag gemacht, ja, man sollte doch ein Video, also jeder sollte sich eine Webcam nehmen, mal davon abgesehen, dass ich gerade gar keine habe, aber jeder sollte sich mal eine Webcam nehmen, sich davor setzen und sagen, ich bin Gamer XY, ne? Und dann würde man ja sehen, wie die Klischees bestätigt würden. So, ich habe halt gedacht, hallo, wovon geht denn die gute Dame, der gute Herr? Ich glaube, es war eine Dame, aber ist ja auch völlig egal. Wovon geht die eigentlich aus, ne? Dass das halt wirklich tatsächlich ungepflegt die Leute vor ihrem Rechner hocken oder was? Ich meine, das ist vollkommener Blödsinn. Ich meine, ich war noch nicht auf der Gamescom, aber ich bin mir verdammt sicher, dass da auch normale Menschen rumlaufen. Ich habe in meinem Freundeskreis habe ich ja auch Gamer und die sehen jetzt nicht, ja, die sehen jetzt nicht scheiße aus. Ich will jetzt nicht irgendwie schwul klingen und sagen, die sind verdammt heiß oder so. Nee, das würde ich jetzt sowieso nicht sagen. Aber ich meine, die sehen jetzt nicht scheiße oder irgendwie anders aus als andere. Natürlich sind das jetzt nicht unbedingt diese Sunny Boys oder so, aber ich meine, die haben auch andere Hobbys, ne? Die sind nun mal dann eher vielleicht im Fitnessstudio zu finden oder surfen. Ich nenne jetzt zum Beispiel die Surfer Boys, die surfen da irgendwie ständig irgendwo. Natürlich sehen die anders aus als der typische Gamer, aber der sieht deswegen ja auch nicht gleich scheiße aus, ne? Es gibt auch Gamer, die haben vielleicht mehrere Hobbys und die sehen ganz normal aus, ne? Es gibt auch Gamer, die sehen wie Gamer aus, aber trotzdem sind auch typische, also richtige Gamer, die so Vollzeit-Gamer sind, also die nichts anderes machen außer Gamer, die können auch ganz normal aussehen, außer dass sie vielleicht ein bisschen blasser sind, aber das hat ja nichts mit Ungepflegtheit zu tun oder so. Ich denke, die wenigsten werden sich unregelmäßig waschen oder so oder warten, bis sie so dermaßen stinken, dass sie selber sich nicht mehr riechen können.
das möchte ich einfach nicht glauben, dass dieses Bild irgendwie wahr sein soll. Das möchte RTL, und andere, ich möchte ja nicht nur gegen RTL hetzen, aber RTL macht das halt gerade aktuell, ich möchte ja nicht nur gegen die hetzen, oder ich möchte überhaupt nicht gegen die hetzen, aber ich meine, die haben halt dieses Bild auch so ein bisschen erzeugt und so. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Gamer, ich meine, wenn man auf YouTube guckt, manche haben sich ja auch schon mal vor eine Webcam gesetzt und haben, oder vor eine Kamera, oder machen jetzt sogar schon Real-Life-Videos oder so. Ich muss da jetzt nochmal zum Beispiel an den DK denken oder an iBlali, ne? Ich meine, die sehen ja jetzt auch nicht total ungepflegt aus, ne? Gut, der DK, ohne das jetzt böse, ich meine das jetzt gar nicht böse, wenn er das hört oder irgendeiner seiner Fans, gar nicht böse nehmen, aber ich meine, der würde jetzt natürlich total in dieses RTL-Schema passen. Die würden den DK so zeigen wie diesen einen anderen Bartträger und würden dann sagen, hey, du hast einen Bart, ne? Und würden das gleich so total negativ durch den Kakao ziehen, was ich total bescheuert fand, weil ich meine, man soll doch, wenn jemand einen Bart tragen möchte, soll er es tun, ne? Ich meine, das muss er mit seiner Freundin dann irgendwie klären, ob das dann zu sehr sticht oder so beim Küssen. Das ist dann ja nicht das Problem des Senders. Vor allem, das hat ja nichts mit Ungepflegtheit zu tun, ne? Der Typ hat ja auch gesagt, er stutzt seinen Bart. Das sah ja auch nicht ungepflegt aus, ne? Wenn man seinen Bart ordentlich pflegt, dann kann das durchaus adrett aussehen, ne? Wohl, ich bin jetzt nicht so der Bartbefürworter, weil ich selber keinen habe und, ja, und er ist mir aber relativ egal. Ich meine, wenn jetzt so ein Mädchen kommt mit Bart, da hätte ich schon eher was gegen, aber das hat ja dann wieder was anderes. Soll sie auch tragen, wenn sie möchte, ne? Aber das sind dann so wieder, das sind andere Extremfälle, da müssen wir jetzt nicht drüber schnacken, sonst mache ich mich noch wieder, hau ich mich selber wie in die Pfanne, trete ich wieder ins nächste Fettnäppchen. Kann ja immer mal passieren. Aber schon das zweite Mal, dass ich trinke. Also Cola trinke. Nein, ich trinke keinen Alkohol oder so. Wobei das auch mal ganz witzig wäre, ein Let's Get Drunk Special zu machen, wie der gute Funk es ja mal vor geraumer Zeit gemacht hat. Vor geraumer Zeit ist gut, das ist auch schon wieder ein Jahr her oder so. Aber, nee. Das mache ich erst bei 1000 Abonnenten oder was weiß ich und dann werde ich mir eine schöne Flasche Absinth und so einen Spaß kaufen und dann werden wir mal sehen, wie schön ich dann noch kommentiere. Wahrscheinlich werde ich die Videos danach löschen dürfen, weil die total verkorkst sind, aber egal. Slashers. Mal gucken, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich ein... Nein, ich habe es doch Gott sei Dank nicht gesagt. Daran erinnere ich mich. Das hat der Angry Video Game Nerd, glaube ich, exemplarisch näher gezeigt, weil es so unglaublich... Naja, ihr könnt es euch vorstellen, weil es unglaublich war. Hä? Wie? Ach ja! Ja, ich erinnere mich. Da hieß es nämlich auch, wenn man die Gegner besiegen will, muss man Energie verlieren. Ja, ich drücke hier die ganze Zeit wie bekloppt, das glaubt ihr gar nicht. Und wir sind gleich tatsächlich tot. Ich drücke wie bekloppt hier auf meine B-Taste oder welche auch immer. Ich trete mal ein bisschen, mal gucken, ob das besser funktioniert. Oh Gott. Ja, es ist total krass. Ich bin jetzt in den reingelaufen. Okay. Okay. Er wollte nicht sterben. Das Spiel ist dermaßen unfair, das glaubt ihr gar nicht. Ich meine, ich verstehe gar nicht mal. Ich kann anscheinend nicht abwehren, ich kann nur angreifen. Und es ist anscheinend ein Glücksspiel, ob ich getroffen werde oder nicht. Das ist unglaublich geil. Unglaublich geil. Mal gucken, ob irgendwann mal so ein Boss kommt oder so, der dann noch unschaffbarer ist. Ich glaube, es ging auch sogar noch ein bisschen weiter. Das Spiel besteht nicht nur daraus, dass man sich irgendwie auf dem Dach hier kloppt. Und irgendwie verliere ich keine Energie mehr, wahrscheinlich, weil ich im Takt auf den Knopf drücke. Anders kann ich es mir irgendwie nicht erklären, obwohl mein Taktgefühl nicht vorhanden ist. Ich habe gar kein Rhythmusgefühl. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt. Ich rede ja ständig über mich selber und so weiter, setze mich selber in Szene, weil ich das so unglaublich toll finde. Was ich gemerkt habe bei den letzten zwei Dead Space Parts, ich weiß ja gar nicht, ob es den 28 Zuschauern aufgefallen ist, die hängen so komisch. Die ruckeln ganz schön. Da habe ich mich ganz schön gewundert und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt. Ich glaube, es liegt an meiner FPS-Anzahl, die ich eingestellt habe, weil für diesen NES-Titel muss ich tatsächlich mit 60 FPS aufnehmen. Fragt mich nicht warum, weil sonst sieht das komisch aus. Aber bei Dead Space nehme ich mit 30 FPS auf und zwar grundsätzlich. Und da wird auch irgendwie die Zahl wieder runter reduziert immer. Deswegen finde ich es irgendwie komisch, dass es ruckelt, weil wenn ich mit 60 dann aufnehme, warum ruckelt es dann plötzlich wieder? Ich kann es mir nur so erklären, dass irgendwie Dead Space selber auf 30 FPS läuft und Camtasia dann ja auch nochmal anders rendert.
Und das dann irgendwie ein Problem miteinander hat, was weiß ich, und YouTube dann ja auch nochmal irgendwas da macht. Keine Ahnung, kenne mich da ja auch nicht so richtig aus. Ich werde nur mit den alten Einstellungen wieder aufnehmen am nächsten Mal. Sind ja nur zwei Parts gewesen. Hatte ich auch erst im Nachhinein bemerkt. Warum auch immer, ich hatte mir das eigentlich vorher angeguckt. Oder ich habe bei Camtasia was. Oder es ist wegen Camtasia irgendwas gewesen. Ich habe mir danach das Video erst neu angeguckt. Ah, ist das nicht spannend. So, gleich noch den letzten Titel und dann haben wir wieder 10 für heute voll. Ja, gutes Timing. Dann sind wir auch gleich fertig. Ja, ich muss ja am Ende dann noch so ein Special machen mit den zwei letzten Titeln. Oder ich hau die dann noch hinterher wahrscheinlich. Na egal, das ist zu gegebener Zeit. Crazy Shuffle. Mal gucken, was uns dort erwartet. Was zur Hölle? Wir sind das orangefarbene Bonbon? Soll ich da oben hin? Aha. Wow. Ja. Hä? Ja, wir müssen einfach auf dieses. Wir dürfen nicht an die Ränder gehen. Okay. Ja, will ich jetzt nicht näher zeigen. Das hat mich irgendwie zu sehr verstört. Ich zeige euch stattdessen mal, was uns beim nächsten Mal erwartet, nämlich Fuzzpower. Oder Fuzzpower, wie auch immer ich das aussprechen soll. Shooting Gal. Okay. Lollipops. Das klingt lecker. Evil Empire, da kommt wahrscheinlich Darth Vader zu uns. Sombreros, Kopfbedeckung. Storm over D. Ja, wofür auch immer D steht, haben sie wieder nicht reingeschrieben. Der gute Mashman, der Bruder von Mega Man, erwartet uns. They came, wer auch immer gekommen ist, wahrscheinlich die Außerirdischen, die sich auf der Gamescom mit uns Gamern befreunden wollen, anfreunden wollen. Laser League, die Laser Liga. Dann kommt noch Billy Bob. Ja, und das war's erstmal. Dann kommen noch witzige andere Sachen. Jigsaw? Egal. Dann kommen noch witzige andere Sachen, aber das werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Und das war's auch erstmal. Oh, jetzt habe ich meinen Abschied verhunzt. Das war's auch erstmal wieder mit Action 52, mit Let's Trash Action 52. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch gute Unterhaltung mit den anderen Videos oder habe euch gute Unterhaltung für dieses Video gewünscht, verspätet. Ja, schaut auch bald wieder rein, habt viel Spaß, kommentiert fleißig, postet Videoantworten oder lasst es bleiben. Nein, Kommentare reichen völlig. Oder Likes, Daumen hochs, ne, ist mir auch, könnt mir auch Daumen runter geben. Ich meine, ich hatte jetzt länger keinen mehr. Stimmt mich so ein bisschen traurig. Aber müsst ihr selber wissen. Naja, danke, Lenti LP, bis dann, bis dahin, tschüss.